Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play vom Spiel X-Rebirth. In der letzten Folge haben wir diesen Sektor namens 15 Strahlen erfolgreich gegen die Xenon verteidigt, beziehungsweise die Weizenplantage. Das war die da, die ganz rechte. Die zwei Tutorials von mir, die waren fleißig am Werken. Die haben einige Xenon-Schiffe sehr schnell zerstören können. Dann die zweite Aufgabe, was ich genommen hatte, war einmal zwei gegnerische, also beziehungsweise Xenon-Schiffe in diesem Sektor namens Magmasee zu zerstören, aber ich habe schnell gesehen, dass es nichts wird. Da sind meine zwei Tutorials ein bisschen zu schwach dafür, beziehungsweise schlechte Schilde. Ein Asteroidenfeld auch noch, wo sich die Schiffe kaum bewegen können. Und das war, sagen wir, ein bisschen unfair. Deswegen habe ich dann einfach wieder den alten Spielstand geladen. Und diesmal will ich. Ich habe noch einen anderen Sektor gesehen, was ich nicht so erkundet habe. Ich weiß auch nicht warum. Fliegen wir dahin. Und zwar hier mit 0% Kurs setzen. Und da fliege ich jetzt hin. Ich glaube, hier waren die. Das ist Metallschrott, nehme ich mit. Na, wo ist jetzt denn besser? Ich glaube, sicher verstaut im Frachtraum. Ein Sektor waren die Xenon oder so. Mal schauen, sind die gleich da? Quelle. Das sieht der Kerl auch schon. Erreiche überlaufende Quelle. Das ist auch wieder ein Schiff von. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Ja, passt schon. Von Republic Cantera. Okay, wo muss ich jetzt hin eigentlich? Da muss ich hin. Wow. Personentransporter, Feind. Sonst noch Feinde? Nee, du nicht. Fliege zu Brennkammer. Brennkammer kann man diesen Sektor wohl gut nennen. Direkt an der Sonne. Oh, hier sind schon wieder Feinde. Ja, bist du? Oh, da war ich ein bisschen zu schnell. Das heißt, kommen wir hier raus, aber nicht gleich. Boah, schon wieder Feinde. Erreiche Brennkammer. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Na, bleib stehen. Verarschen. Jawohl. Doch. Schätzungssicherheit ist auch hier. Jagdstaffel. Bin ich wieder im Superhalbe. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg von. Wo bin ich hier? Da oben. Fliege gerade hier runter. Weil es wieder ein bisschen gespannt, was hier los ist. Kann man echt direkt verfolgen. Jetzt kommt eine Rechtskurve. Eine Linkskurve, dann sind wir schon da. Danke, dass Sie unsere Station beschützt haben. Kein Problem. So, jetzt bin ich gespannt. Erreiche feindseliger Moloch. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Okay, das ist eine Piratenstation. Das
warte einfach, bis meine anderen zwei Schiffe da sind. Dann greif halt die mal an. Kilometer entfernt. Der ist auch 8 Kilometer entfernt, aber schon wieder beschädigt. Schnappe ich mir. Ja, komm. Jawohl. Raumanzüge hast du verloren. Es wurde sicher im Frachtraum verstaut. Meine. Bekommen beschossen. Okay, die nächsten drei habe ich nehmen. Den da. Ja, fast. Dafür werden Sie teuer bezahlen. Nö, ich zahle gar nichts. Oh, da sind noch mehr. Ich will nicht die Station treffen. Ey, die zerstörende Station. So, ja, die kannst du nicht mehr. Komm, flieg von Station weg. Rakete. Ich weiß nicht, wie viel mehr sie noch. Hey, schießt auf mich an, aber verstehe ich gar nicht warum. Na? Ah, fast. Hier, ich bin fast erledigt. Was? Jawohl. Sicher verstaut im Frachtraum. Die haben sehr viele V-Brecher-Raketen. Habitat 1. Das ist das erste Tutorial da, ne? Ich werde sie zerquetschen wie ein Insekt. Nö, wär so nicht. Ich hab da was dagegen. Wo bist du jetzt? Da ist er. Schilde wirkungslos! Hast du jetzt? Zusammengestoßen. Wo bist du? Ah. Mein gutes altes Schiff zerfällt mir unter dem Allerwertesten. So geile Sprüche. Er fliegt dann okay aus dem Raumschiff. Bist du wahnsinnig? Er geht in Station. Jawohl. Wurde sicher im Frachtraum verstaut. Seltener Antrieb. Antriebsverbindung. Cool. Dann nehmen wir den. Also das bleibt nicht unbestraft. Jawohl. Zwei Raketen haben gereicht, echt. Fracht sicher verstaut im Frachtraum. Ich würde Hilfe sehr begrüßen, bevor ich nach Hause laufen muss. Hier sind Ihre Credits. Ich weiß nicht, ob ich die Station ohne Sie geschafft hätte. Diese Raumschiff endet. So ist hier noch einer. Da ist eine Station. Wo ist einer? Das ist nicht gerade die netteste Geste, die Sie heute von sich gegeben haben. Ich weiß. Na, komm.
hier waren es zwei Schüsse. So, hier ist Sicherheitssystem weg. Fracht sicher verstaut im Frachtraum. Und es ist ein Sicherheitssystem weg. Cool. Okay, schauen wir uns die Station mal an. Hier gibt es auch noch was. Schlüsselungsmodul. Über 20% schon freigeschaltet. Das ist schnell gegangen. Die Station ist wirklich nicht mehr viel übrig. Noch was, oder? Ne, ich hab schon alles, cool. Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Okay, hier gibt's wieder Kisten. Diese Landeplattformen schauen ja überall gleich aus. Okay, Bau gibt's hier. Oha. Spend. Xenon-Technologie in Plutarch-Händen. Da ist die Katastrophe vorprogrammiert. Okay, hier ist ein bisschen kaputt. Schaut cool aus. Gefällt mir. Das? Dass es diese Highways vor 40 Jahren noch nicht gab, übersteigt schier das Vorstellungsvermögen. Den Spruch kenne ich mittlerweile. Der coole Ausschnitt. Was warst du? Techniker. Was Lebensmittel? Hallo, mein Freund. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Akzeptiert. Den wäre bestimmt irgendwann mal brauchen. KI da, AGI hier. Was soll der Aufstand? Gibt's hier eine Kiste? Nee. Ab und zu sind hier auch noch irgendwelche Kisten drin. Eine Dusche, aber diesmal nicht. Schauen wir mal in diese Richtung. Ja, Schrotthändler. Treten Sie näher, Pilot, und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Können wir eingesammelten Metallschrott verkaufen? Okay. Kann ich Ihnen sonst noch etwas zeigen? Ich meine. Okay, hier gibt's ein paar. Hier wieder Schrotthändler. Mechaniker. Scheiße, wenn ich nicht rausschauen kann. Gibt's hier was? Ne, gibt's nichts. Schauen wir hier weiter. Ja, auch wieder so ein zerstörter Bereich. Und hier kommen wir rauf. Das heißt, vorher nach oben. Geduckt halten. Genau, es kommen Lüftungsschächte rein. Mal reinschnuppern, was hier alles gibt. Auf die andere Seite. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Auch nix. Auch nix. Oh, schade. Okay, hier gibt's nix. Mal genau schauen. Aber zu liegen irgendwo mal ganz unverhofft ein paar Kisten rum. Okay, hier waren wir schon.
Hier geht's wieder nach draußen, oder? Jawohl. Schau mal, jetzt können wir, glaube ich, irgendwas zusammencraften. Seltener Antrieb. Ah ne, da fehlen uns ein paar Sachen. Geschwindigkeitsregler, Achse, Generator, Verdichter und AM-Regulator. Okay. Ja, ein paar Sachen haben wir im Winter. Die können wir dann irgendwann mal verticken, wenn bei nächster Gelegenheit. Spielstand wird gespeichert. Sehr gut. Schauen wir weiter. Okay, wo fliegen wir als nächstes hin? Schauen wir mal. Halt. Jetzt sind wir hier. Okay, die anderen Sektoren haben wir ja schon erkundet. Hier geht das Tor. Oder Schmarrn. Wo sind wir? Hier sind wir. Okay, ich will wieder hier hin. Zu Omicron Lyrill. Dann hier, halt. Falsch. Hier leuchten die Ohren. Was ist hier los? Ranners. Sucht nach Handelsangeboten. Okay. Tells. Okay, passt alles. Die hat, glaube ich, auch. Nee, doch. Bau-UFVs hat 3, Lasten-UFVs hat 5. Okay. Ich würde gerne eine Station bauen. Deswegen fliegen wir. Obwohl. Was ist der nächste Schiffswerft? Hier ist der nächste Schiffswerft, aber. Oder Malsturm. Was gab es hier nochmal? Hier komme ich, glaube ich, an. Hier, das ist der Sektor Alpha Quadrant. Ah, den habe ich noch nicht ganz erkundet. Weil. Genau, hier gab es, glaube ich, irgendwie Feinde oder sowas. Fliegen wir einfach mal dahin. Halt. Halt dahin. Oder nee. Erstmal dahin. Was gab es hier? Nichts. Ach komm. Kurs setzen. Okay, muss ich hier wieder rein. Oh, Gegenstände zerstört. Na egal, warum ich nicht mehr. Fliege zu, Dampfstrahl. Boah, schade, dass also über Goldklumpen in Luft werden. In Luft am Weltall. Schaut cool aus. Hier sieht wahrscheinlich das Tor. Dampfstrahl. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Hier fliegen wir hindurch. Geiler Sektor. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Falsch. Die muss ich benutzen.
wir sagen mal wieder einen kurzen Cut und dann sehen wir uns, wenn ich dann in der Galaxie Malstrom bin. Also, bis gleich. So Leute, hier bin ich wieder. Bin gerade aus dem Sprungturm rausgekommen. Bin jetzt im Sektor Alpha Quadrant. Zone Sigma. Genau. Und hier wollten wir ursprünglich hin. Nee. Schmarrn. Hier wollten wir hin. Ich wollte einfach mal euch den Sektor Alpha Quadrant zeigen. Das ist dann hier wegen der geilen Sonne. Planeten. Hier eine richtig geile Station. Ich finde, das ist eine der schönsten. Das ist eine riesengroße Station. Hier sieht man auch, hier sind so. Schau es für die Kläranlage. Überall Wasserbecken. Ich finde es so geil. Was spielen gleich richtig Spaß bei so einer geilen Grafik. Beziehungsweise so geilen Stationen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge fliegen wir dann weiter in die nächsten Zone, wo ich noch nicht erkundet habe, wo auch ein bisschen schwieriger wird. Ich muss erstmal warten, bis die zwei Tutorials da sind und dann geht's los. Also, wir sehen uns nächste Folge. Macht's gut, bis dann, ciao!